Öffnen Sie bitte Ihre Bibeln. Ich werde Sie zwei Stellen nachschlagen lassen und Ihnen eine dritte vorlesen. Bitte öffnen Sie Ihre Bibeln in Genesis 3 und Lukas 4. Genesis 3 und Lukas 4. Dann werde ich Ihnen aus Römer 5 vorlesen. Ich möchte heute auf Folgendes hinaus. Sie können das, was der Feind an Ihrem Leben fürchtet, daran erkennen, was er attackiert. Der Feind lebt in Reaktion auf Realitäten. Und wenn er etwas erkennt, von dem er fürchtet, dass Sie es entdecken könnten, greift er an. Manchmal sind seine Angriffe sehr offensichtlich, sehr extrem. Wir sehen es an Tragödien, Krisen, Schwierigkeiten, Leiden und solchen Dingen. Aber der häufigste Angriff des Feindes sind seine Fragen. Nun, der Herr hat nicht die geringste Furcht vor Fragen. Er ist sich seiner selbst ziemlich sicher. Er ist ziemlich intelligent. Fragen sind nicht per se schlecht. Es ist nur so, dass wann immer der Feind sie dazu bringen kann, seine Fragen zu stellen, die Folge immer Täuschung und Unglauben ist. Er beginnt nicht mit einer glatten Lüge. Er beginnt mit einer Verzerrung von etwas, das real ist. Wenn der Herr eine Frage stellt, dann immer, um sie zu Verständnis und größerem Glauben zu führen. Die beiden Geschichten, die wir uns ansehen werden, drehen sich um den ersten Adam in Genesis 3 und den letzten Adam in Lukas 4. Wir nennen Jesus nicht den zweiten Adam, weil es keinen dritten geben wird. Er ist der Letzte. Er ist wortwörtlich der Erstgeborene aus den Toten. Er ist nicht der erste Mensch, der von den Toten auferstanden ist, aber er ist der Erstgeborene aus den Toten, weil in seiner Auferstehung die Schablone oder die Macht oder das Mandat enthalten ist, eine völlig neue Generation von Menschen zu erwecken. Jeder Wiedergeborene ist eine neue Schöpfung, etwas, das noch nie zuvor existiert hat. Das erste Scheitern oder das Scheitern von Adam und Eva geschah im Garten Eden, einem Ort absolut perfekter Schönheit, absolut perfekter Fülle. Beim letzten Adam sehen wir statt Scheitern Erfolg, Durchbruch, inmitten einer Wüste mit einem Teufel. Sie können sich wichtiger Dinge kulturell bewusster werden, wenn Sie einfach innehalten, um zu erkennen, was der Feind anvisiert. Ich meine nicht, dass er das Tempo vorgibt. Ich meine nicht, dass er uns zeigt, was wichtig ist. Wir lernen einfach nur, was fürchtet er? Was fürchtet er in dieser Person, in dieser Familie? Weil er nur das angreift, was eine Bedrohung für ihn darstellt. Sie sehen es im Alten Testament, an der Geschichte Israels, an ihrer Reise aus Ägypten
und schließlich ins gelobte Land und ihrer Übernahme des Landes, das Gott ihnen als Erbe gegeben hatte. Sie wurden immer dann von einer feindlichen Nation angegriffen, wenn sie kurz vor einem weiteren Sieg standen. Wie ich kürzlich jemanden sagen hörte, Israel wurde immer dann von einer feindlichen Nation angegriffen, wenn sie kurz vor einem weiteren Sieg standen. Die Implikation ist also, wenn sie aus irgendeinem Grund vom Feind angegriffen werden, dann nur, weil sie eine Bedrohung für ihn sind und kurz vor einem weiteren Sieg stehen. Was er mit seinen Angriffsversuchen auf unser Leben zu erreichen versucht, ist, dass wir uns nach innen statt nach oben wenden. Dass wir unsere eigene Spiritualität hinterfragen, statt uns auf Gottes zu verlassen. Einmal habe ich bei einer Dämonenaustreibung erlebt, dass der Dämon auf die Tatsache hinwies, dass sie nicht gefastet hatten. Und jemand sagte, nun, ich binde dich im Namen von Jesu fasten. Das war ziemlich cool. Hören Sie, selbst in Ihrer Höchstform ist es immer noch allein Gottes Gnade. Der Moment, in dem Sie das größte, stärkste Maß an Glauben gezeigt haben, das Sie je in Ihrem Leben hatten, das war ein Geschenk an Sie. Alles lässt sich auf das Geschenk von Gottes Gnade zurückführen. Also sehen wir uns diese zwei Geschichten an. Oh, ich wollte etwas vorlesen. Lassen Sie mich nur ein paar Verse vorlesen, weil ich den Kontext für den ersten und den letzten Adam schaffen möchte. Römer 5,12. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Der erste Adam hat gesündet. Als Resultat erging ein Todesurteil an die gesamte Menschheit durch seine Sünde. Paulus spricht hier also darüber, dass durch die Sünde des einen der Tod zu allen durchgedrungen ist. Vers 17. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Mir ist bewusst, dass das wirklich weitschweifig ist. Er sagt, wenn der Tod durch Adam geherrscht hat, dann herrscht noch viel mehr das Leben durch Jesus Christus. Bis zu dem Punkt, wo sie im Leben herrschen werden. Sagen Sie das mit mir. Im Leben herrschen. Das ist so ein starker biblischer Begriff, weil das der Zweck des Buchs der Sprüche ist. Das Buch der Sprüche ist ein Training fürs Herrschen. Das Buch der Sprüche ist ein Training, um im Leben zu herrschen. Im Leben herrschen bedeutet nicht, Menschen zu beherrschen. Es bedeutet, über das Leben zu herrschen. Geld kontrolliert Sie nicht, Sie kontrollieren Geld. Beziehungen kontrollieren Sie nicht. Sie werden nicht depressiv, weil jemand Sie auf Ihrer Facebook-Seite nicht geliked hat. Sie werden nicht von den Meinungen anderer kontrolliert. Sie managen diese Dinge zur Ehre Gottes. Sie managen Ihr eigenes Herz zur Ehre Gottes und herrschen im Leben. Es ist ein erstaunlicher Kontrast. Durch den ersten Adam herrschte der Tod, durch den letzten Adam herrschen Sie. Ich habe mir das nicht ausgedacht, das steht in der Bibel. Nun, offensichtlich herrschen wir in Christus. Nicht unabhängig von ihm, sondern wegen ihm. Gehen wir jetzt zu Genesis 1 und lesen diese Geschichte. Genesis 3 meine ich, Entschuldigung. Genesis 3, Vers 1. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr Gott gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen. Und diesen Teil hat sie hinzugefügt und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau,
keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben, und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Da wurden ihrer beider Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme des Herrn Gottes, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht des Herrn Gottes mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und der Herrgott rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Gott fragte Adam, wo er war. Nicht, weil er es nicht wusste, sondern weil Adam es nicht wusste. Wenn der Herr eine Frage stellt, ist das anders als beim Feind. Der Feind versucht immer, uns in Täuschung und Unglauben zu führen. Unglaube ist eine Partnerschaft mit dem Dämonischen. Wenn Jesus eine Frage stellt, dann immer, um das Bewusstsein dafür zu schärfen, was Wahrheit ist, um uns in Verständnis, Offenbarung und größeren Glauben zu führen. Also stellt Gott die Frage: Adam, wo bist du? Es ist interessant festzustellen, dass die erste Versuchung in dieser Geschichte nicht darin bestand, von der verbotenen Frucht zu essen, sondern das, was Gott gesagt hat, in Frage zu stellen. Die Schlange kam zu Adam und Eva und sagte: Hat Gott wirklich gesagt? Irgendwann müssen Sie als Gläubiger zu einem Entschluss kommen. Das ist entscheidend. Je früher, desto besser. Sie müssen zu dem Entschluss kommen, dass Sie mit absoluter Hingabe und Vertrauen zu Gottes Wort leben werden. Manche sagen: Nun, Bill, es gibt Fehler in der Bibel. Meine Antwort ist: Nicht so viele Fehler wie in Ihnen. Zuerst sage ich, es gibt keine. Aber spaßeshalber angenommen, dass es sie gibt, dann nicht so viele wie in Ihnen. Ich werde also nicht zulassen, dass der größere Fehler den kleineren redefiniert. Das hier ist das einzige existierende Buch, bei dem der Autor auftaucht, wenn Sie es lesen. Wofür ich wirklich dankbar bin, weil es schrecklich wäre, wenn Sie in Ihrer Badewanne ein Buch lesen und der Autor auftaucht. Aber der Autor taucht auf, wenn Sie lesen. Sie lassen sich auf eine Person ein, weil es ein lebendiges Buch ist. Es ist lebendig. Es ist lebensnotwendig zu verstehen, dass seine Worte tatsächlich Leben geben, Leben bringen. Eine meiner Lieblingsgeschichten, auf die ich häufig zu sprechen komme, ist in Johannes 6, in der Jesus lehrt: Die Menschen waren von jedem Wort, das aus seinem Mund kam, gefesselt. Sie sagten: Er lehrt wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie die Schriftgelehrten und Pharisäer. Sie waren immer erstaunt über seine Worte, mit Ausnahme von dieser einen Predigt, in der er zu lehren begann: Ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Sie denken vermutlich, dass jeder mal einen schlechten Tag hat. Also geht die Menge von vielleicht 15.000 weg und Jesus bleibt mit seinen 12 Jüngern zurück. Und er dreht sich zu ihnen und fragt: Wollt ihr etwa auch weggehen? Petrus hat die beste Antwort: Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wohin sollen wir gehen? Für mich sagt er: Wir verstehen das, was du gerade gelehrt hast, auch nicht besser als die Menge, die weggegangen ist. Was wir verstehen ist, dass wir innerlich lebendig werden, wenn du sprichst. Da ist Leben auf einem Wort, das sie nicht verstehen. Das ist der ganze Punkt. Darum kommen wir hingegeben zu ihm. Wir kommen bereit zu lernen, bereit beeinflusst zu werden. Hat Gott wirklich gesagt?
war der Anfang des Untergangs der Menschheit, war das Verlässlichste im Universum in Frage zu stellen. Und zwar Gottes Verkündigung. Ich habe mir eine Predigt von Derek Prince auf YouTube angehört. Ich glaube, es war letzte Woche. Er ist einer der besten Bibellehrer der vermutlich letzten 100 Jahre. Ein unglaublicher Mann. Ich nehme an, dass es eine Predigt aus den 70ern oder vielleicht 80ern war. Aber er hat diese Predigt gehalten. Er hat über ein Buch gesprochen, das er gelesen hatte. Er hat über die verfolgte Kirche in China gesprochen. Er hat über die vielen Gläubigen gesprochen, die ihr Leben verloren haben, inhaftiert wurden, gefoltert und geschlagen wurden. In diesem Buch wurde eine Studie durchgeführt, die diese Menschengruppe mit der Gruppe von Menschen verglichen hat, die sich zum Herrn bekannt, aber sich dann in der Stunde der Schwierigkeiten vom Herrn abgewandt und ihn verleugnet hatten. Und dieses Buch hat eine Studie durchgeführt, um die beiden Gruppen zu vergleichen. Was war der Unterschied? Die Antwort hat mich vollkommen schockiert. Der gemeinsame Nenner all dieser Leute, die angesichts von Widerstand standgehalten haben, war, dass sie alle Schriftstellen auswendig gelernt hatten. Sie alle hatten Schriftstellen auswendig gelernt. Das ist Johannes 15,7. Wenn ihr in mir bleibt, das ist die gefühlte Realisierung seiner Gegenwart, und meine Worte in euch bleiben, das ist mehr als nur das Auswendiglernen von Versen. Es erlaubt es dem Einfluss seiner Worte, sie zu personifizieren, zu formen. Das Ziel ist nicht, dass ich auf eine Frage eine nette biblische Antwort geben kann. Das ist ein guter Anfang. Das Ziel ist, die Antwort zu werden, in gewisser Weise, sie aus mir hervorsprudeln zu haben, weil ich so eng mit dem verwoben bin, was Gott gesagt hat. Das mag für Sie seltsam klingen, aber Gott möchte, dass sein Wort wieder Fleisch wird. Also die erste Versuchung für Adam und Eva war, in Frage zu stellen, was Gott gesagt hat. Der Feind weiß, dass einige von ihnen sie sind schon zu lange dabei. Sie werden Gottes Wort nicht verleugnen. Aber vielleicht ist der Schwachpunkt für sie, dass sie, obwohl sie niemals Gottes Wort verleugnen würden, sie ihre Fähigkeit, von Gott zu hören, verleugnen würden. Diese zwei Dinge sind miteinander verbunden. Und der Feind wird immer nach der Schwachstelle suchen und versuchen, uns von dem Bewusstsein abzubringen, ich wurde dafür designt, von Gott zu hören. Das ist ein Geschenk. Es ist nicht so, als ob ich durch harte Arbeit an diesem Ort des Durchbruchs gelandet wäre. Ich wurde dafür designt, von Gott zu hören. Alles an mir ist darauf ausgerichtet, ihn wahrzunehmen. Von meinem physischen Sinn bis hin zu allem an mir, emotional, mental, alles wurde dafür designt, ihn wahrzunehmen. Das Offensichtlichste im Universum ist er. Sie müssen hart daran arbeiten, um sich darin zu trainieren, ihn zu ignorieren. Das ist die Wahrheit. Sehen Sie sich Lukas 4 an. Lukas 4. Vers 1. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt und von dem Teufel versucht. Steht in Ihrer Bibel dasselbe, was ich gerade vorgelesen habe? Ja? Der Heilige Geist, der freundliche, wunderbare, großzügige, sanfte, barmherzige, mitfühlende Heilige Geist führte Jesus in die Wüste, um vom Teufel versucht zu werden. Wenn der Herr Sie in einen Konflikt führt, ist das niemals eine Strafe für Sie, sondern immer eine Strafe für den Teufel. Zwischen Gott und dem Teufel gibt es keinen Wettkampf.
Es ist kein Wettkampf. Es ist nicht wert, die beiden in einem Atemzug zu nennen. Es gibt keinen Wettkampf. Mit nur einem Wort kann er alle Mächte der Finsternis vollständig zunichte machen und auslöschen. Er hat sich entschieden, sie hier zu behalten, weil sie ein Trainingsgelände für sie und mich sind, die wir in Ewigkeit mit Christus herrschen werden. Und jedes Mal, wenn der Herr uns in einen Konflikt führt, dann nur, weil er uns dazu ausgerüstet hat, zu gewinnen. Die einzige Chance des Feindes besteht darin, uns dazu zu bringen, in Frage zu stellen, was Gott gesagt hat oder wer wir sind. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt und von dem Teufel versucht. Und er aß in jenen Tagen nichts. Und als sie zu Ende waren, hungerte ihn. Ich verstehe das nicht im Geringsten. Ich habe das 40 Tage Fasten gemacht. Ich hatte alle 40 Tage Hunger. Tatsächlich war ich hungrig, bevor es begann, und hungrig, nachdem es endete. Das ist unglaublich. Danach, als die 40 Tage vorbei waren, wurde er hungrig. Und der Teufel sprach zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot wird. Und Jesus antwortete ihm: Es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort Gottes. Wir sind lebendig, weil er spricht. Wir leben, weil er spricht. Die Bibel sagt, dass er die Welten in Existenz gesprochen hat. Es werde Licht und es wurde Licht. Er hat Dinge in Existenz gesprochen. Zweitens, die Bibel sagt, dass sein Wort die Kraft ist, die das Weltall zusammenhält. Sein bleibendes, vorherrschendes Wort hält also tatsächlich jedes Molekül in Position. Es ist der Klebstoff, der alles zusammenhält. Drittens, wir wissen, dass er uns mit seiner Stimme erhält und Leben bringt. Noch einmal, es ist das einzige Buch, bei dem der Autor auftaucht, wenn Sie es lesen, weil er uns mit seinem Wort erhält. Paulus sagte im Römerbrief: Glaube kommt vom Hören und das Hören vom Wort Gottes. Es heißt nicht, Glaube kommt vom Hören des Wortes Gottes. Ich sage nicht, dass das schlecht oder falsch ist. Ich sage nur, das wird nicht gesagt. Wenn Glaube vom Hören des Wortes Gottes kommen würde, sollten wir uns alle Bibel-Apps auf unsere Handys laden und rund um die Uhr Schriftstellen abspielen und bis Freitag wären wir Wigglesworth oder Vater Abraham. Viele Leute hören das Wort, ohne je das Wort zu hören. Sie hören es und können es zitieren, aber es zeigt keine Wirkung hier im Herzen, weil das lebendige Wort nicht ihre Seele durchdrungen hat. Hier sagt er, Glaube kommt vom Hören, nicht Glaube kommt vom Gehörthaben. Implizit ist es eine gegenwärtige Gottesbegegnung, eine bleibende Beziehung. Glaube kommt vom Hören. Es ist dieses Bleiben in Christus, sein Bleiben in mir, sein Wort, das in mir bleibt. Es ist diese Verbindung, die mich für Glauben verfügbar macht. Ich brauche heute keinen Glauben für die Probleme von morgen. Ich habe heute genug Herausforderungen. In bleibender Beziehung zu bleiben, hält mich im Glauben auf dem Laufenden, um die Probleme anzugehen, denen ich mich im Moment gegenüber sehe. Glaube kommt vom Hören. Hören kommt vom Wort Gottes. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis zum Hören von Gottes Stimme. Kommen Sie einfach nächste Woche wieder und wir werden...
Sagen Sie ja, bevor er befiehlt. Wenn es eine Bereitschaft gibt, zu gehorchen, bevor er spricht, werden Sie die Stimme anziehen. Und übrigens, wenn er zu uns über eine Sache 5, 6, 7 Mal mit hörbarer Stimme spricht, an die Wand schreibt, all diese äußerlichen Dinge, ist das kein Zeichen unserer Reife, sondern unserer Unreife. Er möchte uns nicht nur mit dem Ton eines leisen Wehens führen, sondern wie die Bibel sagt, mit seinem Auge. Was auch immer er Aufmerksamkeit schenkt, schenken wir Aufmerksamkeit. Der Feind kommt also zu Jesus und die erste Versuchung scheint zu sein, jetzt wo er hungrig ist, Stein in Brot zu verwandeln. Aber das war nicht wirklich die erste Versuchung. Die erste Versuchung war, wenn du Gottes Sohn bist. Es gibt nichts, was der Teufel tun konnte, um Jesus davon zu überzeugen, dass er nicht der Sohn Gottes war. Stattdessen versuchte er, ihn dazu zu bringen, seine Identität aus einer Unsicherheit heraus zu beweisen. Wir alle machen dumme Sachen, wenn wir uns unsicher fühlen. Und es kann wirklich mutig aussehen. Es kann sehr kraftvoll aussehen. Aber wenn es aus Unsicherheit herauskommt, hat es zu viel Fleisch an sich, um die Hand des Herrn anzuziehen. Viele Dinge in unserem Leben bleiben unerfüllt, weil wir aus Unsicherheit heraus handeln. Was war das Letzte, was der Vater vor dieser Wüstenerfahrung zu Jesus gesprochen hat? Nur ein paar Verse vor dieser Stelle, der Geist führte Jesus in die Wüste, um vom Teufel versucht zu werden, wird Jesus im Wasser getauft. Kommt aus dem Wasser heraus und der Vater sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Der Feind wird immer versuchen, die letzte Sache, die Gott zu ihnen gesagt hat, anzugreifen. Er kann ihre Identität nicht ändern. Er kann nur ihr Vertrauen in ihre Identität ändern. Hier ist der Grund, warum ich den Eindruck hatte, heute darüber zu predigen. Ich bin niemand, der versucht, das, was der Teufel tut, auszunutzen, um herauszufinden, was wir tun sollten. Das mag ich nicht im geringsten. Aber man muss kein Genie sein, um zu realisieren, dass der Feind hart daran arbeitet, die Identität von Menschen wirklich zu vermasseln. Und ich sage das nicht aus Humor oder Spott oder mit irgendeiner Bosheit. Es ist nur so, dass es eine Menge Leute gibt, vielleicht sogar Leute in diesem Raum, Leute, die uns heute zusehen, die sich nicht sicher sind, welches Geschlecht sie haben. Was mal gesunder Menschenverstand war, ist es jetzt nicht mehr. Warum? Weil wir eine Kultur haben, die angefangen hat, auf die falschen Fragen zu hören. Hat Gott wirklich gesagt, wenn du Gottes Sohn bist? Es ist erstaunlich, wie Aspekte und Teile von Kultur, die so absolut und unbeweglich erscheinen, bewegt werden können, wenn er nur Menschen dazu bringen kann, die falsche Frage zu stellen. Die Fragen des Feindes führen nicht zu Jesus. Die Fragen des Herrn führen immer zu Gottes Begegnung, zu einem Ort des Glaubens, zu einem Ort der Gottesbegegnung. Die letzte Sache, die über Jesus vor dieser Begegnung in der Wüste ausgesprochen wurde, war die Aussage des Vaters, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und zweimal in dieser Serie von Versuchungen sagt der Feind, wenn du Gottes Sohn bist. Ich weiß nicht, warum es uns überrascht, dass wenn wir diese frische Einsicht darüber haben, was Gott in unserem Leben tun wird, sie das Erste ist, das angegriffen wird. Das sollte uns nicht überraschen.
Ich war mir sicher, dass der Herr gesagt hat, dass dieses Geschäft funktionieren würde, und ich weiß nicht, warum wir diese Probleme haben. Genau deswegen. Genau deswegen. Aufgrund der vollständigen Annahme dessen, was Gott gesagt hat. Unser Leben hat ein Design aufgrund eines Designers. Der Designer erschafft Design. Design impliziert Zweck. Zweck impliziert Bestimmung und Bestimmung erfordert Rechenschaftspflicht. Wenn Sie irgendeinen Teil dieser Reihenfolge durcheinander bringen, enden Sie mit Leuten, die für sich selbst leben, statt für das, was Gott für den Planeten Erde beabsichtigt hat. Und das, was in der Kultur von scheinbar wohlmeinenden Menschen so drangsaliert wird, wenn sie so wollen, ist, die einfachsten Dinge der Welt in Frage zu stellen. Ich weise nicht aus Spott darauf hin, nicht aus, ich meine offensichtlich, um uns für Gebet zu wappnen. Aber je sicherer Sie und ich in unserer Identität werden, desto mehr lassen wir dieses Gefühl von Identität und Zweck in die Kultur durchsickern. Es geht darum, sich der richtigen Dinge sicher zu werden, in den richtigen Dingen fest zu werden. Nummer eins, Sie sind nach Gottes Bild geschaffen. Jeder Mensch ist nach Gottes Bild geschaffen. Warum? Zum Zweck von Beziehung. Das ist das Design. Es gab niemanden, keinen anderen Teil der Schöpfung, mit dem Gott auf die gleiche Weise Gemeinschaft haben konnte, wie mit Adam und Eva und jetzt mit denen, die wiedergeboren sind. Nichts anderes kommt dem auch nur nah. Er feiert jeden Aspekt und Teil der Schöpfung, aber nur Menschen, die nach seinem Bild geschaffen und jetzt wiedergeboren sind, sind für nahtlose Verbindung und Beziehung gemacht. Sie sind nach Gottes Bild geschaffen. Und an ihrem Tiefpunkt, verlorenen Sünde, waren sie es wert, für sie zu sterben. Das ist es, wer sie sind. Sie waren es wert, für sie zu sterben. Und ihr Nachbar, der Jesus noch nicht kennt, war es wert, für ihn zu sterben. Sie war es wert, für sie zu sterben. Ihre Arbeitskollegen waren es wert, für sie zu sterben. Jesus kalkulierte den Preis und betrachtete die Belohnung. Dafür lohnt es sich zu sterben. Und wenn wir uns darauf einlassen, lassen wir uns nicht nur auf eine Feuerversicherung ein, um die Ewigkeit nicht in der Hölle zu verbringen. Wir werden in eine Familie eingepfropft, die beauftragt wurde, mit der Fülle Gottes erfüllt zu sein und größere Werke als Jesus zu tun. Es sollte an jedem einzelnen Tag unseres Lebens eine vollständige Manifestation des Triumphs Jesu auf der Erde geben. Das ist der Auftrag, das ist das Design. Hat Gott wirklich gesagt, wenn du Gottes Sohn bist? Das sind die zwei Dinge. Ich glaube, dass jede Versuchung, der wir uns im Leben gegenüber sehen, in eine dieser zwei Kategorien fällt. Entweder in Frage zu stellen, was Gott gesagt hat, oder in Frage zu stellen, was er über ihre Identität sagt. Sie wurden designt, Teil eines Volkes, eines auserwählten Geschlechts zu sein. Auserwählt, nicht weil wir besser sind. Tatsächlich neigt Gott dazu, Dinge auszuerwählen, die geringer sind. Ja, ich habe dich nicht wegen deiner Stärke auserwählt, sondern wegen deiner Schwäche. Nun, wie soll ich denn damit prahlen? Ja, das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Er hat uns als ein Volk auserwählt. Ein auserwähltes Geschlecht, jeden. Ganz egal, was ihr natürliches Geschlecht ist. Laut der Bibel sind wir gemeinsam ein auserwähltes Geschlecht. Söhne und Töchter des Königs. Eine neue Schöpfung. Was bedeutet eine Schöpfung, etwas Kreiertes, das nie zuvor existiert hat? Um zu illustrieren, wer Jesus ist, bis die Erde erfüllt ist von Gottes Herrlichkeit. Das Ziel des Herrn ist es, dass die Erde erfüllt ist von Gottes Herrlichkeit. Und das geschieht durch ein gehorsames, hingegebenes Volk, das für seine Zwecke lebt, das unter der Herrlichkeit seines Namens lebt. Das ist das Privileg des Lebens. Und es gibt nur zwei Dinge, in denen wir unsere Seele verankern. Erstens, was hat Gott gesagt? Zweitens,
Wer bin ich? Was hat er über mich verkündet? Im Fall von Jesus? Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Ich erinnere mich, wie ich meine Jungs beim Baseballspielen beobachtet habe. Ich stand auf der Tribüne. Und wenn einer von ihnen einen großartigen Spielzug machte, stand ich inmitten der Menge auf und fragte: Wessen Sohn ist das? Das ist seine Freude über sie. Wenn sie das vergessen, werden sie sonderbar. Wenn sie das vergessen, werden sie dumme Entscheidungen treffen. Böse Dinge werden nur für Menschen reizvoll, die vergessen haben, wer sie sind. Bitte stehen Sie auf. In Ordnung. Oh, Jesus, hilf uns. Ich möchte am meisten über Folgendes beten. Ich werde mit einer Sache beginnen. Ich möchte, dass jeder in diesem Raum weiß, was Gott über unsere Identität sagt. Das ist alles. Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. An dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Oder meine Version: Wessen Sohn ist das? Wessen Tochter ist das? Da ist etwas so Anziehendes daran, seine Freude über uns zu erkennen. Nicht hier im Kopf, sondern hier im Herzen. Die tiefe Erkenntnis, dass sie nicht als Teil einer Gruppe auserwählt wurden. Sie wurden namentlich auserwählt. Und er freut sich an ihnen. Und so, Vater, bete ich, dass das in den kommenden Wochen immer klarer und klarer wird, zur Ehre des Namens Jesus. Amen.